Ein neuer Tag beginnt. Wie meistens beim Frühstück sitzen wir hier im Hotel MITT in unserem schönen Restaurant und besprechen, was wir heute machen werden. Ich stehe dann. Eine Inselfahrt auf Koh Lan. Vom Frühstück, bevor wir zum Bootssteg gehen, sehen wir uns die Situation vom Wetter an, sind hier noch einmal am Strand, um die Wellen und das Wasser anzusehen, ob wir eine stürmische Bootsfahrt haben werden oder eine gemütliche und wie viel Temperatur es hat und wie man sieht hier am Strand. Schön großflächig, viel Platz, nicht zu viele Leute da, hervorragendes Wetter. Eine gemeinsame, gemütliche Inselfahrt steht bevor. Ausgecheckt vom Hotel MITT machen wir uns auf den Weg zu unserem Schnellboot zum Hafen. Noch ein kurzer Stopp beim McDonald's, bevor es tatsächlich losgeht auf die Insel. Die erste Zeit sind wir mit dem Tuk-Tuk gefahren und das Tuk-Tuk hält hier vor der Walking Street. So, wir sind da unterwegs Richtung Insel und wir marschieren zum Boot. Wir zwei. Und jetzt gehen wir mit unserem Gepäck abpacken wie die Eseln oder Richtung Schiff. Und jetzt müssen wir zu Fuß weitergehen durch die Walking Street durch bis zum Hafen. Fußmarsch absolviert, angekommen beim Hafen, nehmen uns schon die Strand- und Inselverkäufer ins Visier. Jeder möchte natürlich seine Angebote anbringen, wieder was verkaufen. Und hier schauen wir uns an, was er jeder zu bieten hat. Und das Angebot besprechen wir dann gemeinsam, für was wir uns dann letztendlich entscheiden. Das, was uns der erste Verkäufer gezeigt hat, hat uns ganz gut gefallen. Aber wir haben noch nicht zugesagt und haben uns jetzt noch einen zweiten angesehen, was uns hier geboten wird. Und danach werden wir entscheiden, welches Ausflugsziel wir dann ansteuern werden. Hier die wilde Fahrt von Pattaya zur Insel Koh Lan mit dem Schnellboot. Dauer ca. 35 Minuten. Auf der Insel angekommen, sind schon wieder die nächsten Verkäufer da, die was zeigen. Und wir entscheiden uns dann hier für ein Hotel, wo wir dann anschließend hingebracht werden. Hier bereits fortschrittlich das eigene Hotel, Taxi, ein Elektro-Golfwagen, wie man sonst auf die Golfplätze sieht, fährt uns durch die engen Gassen von der Ankunft zum Hotel. Angekommen beim Hotel gibt es jetzt den Check-in. Hier sieht man schon die ganzen Motorräder, die bereitstehen. Wenn man hier ein Hotelzimmer gebucht hat, hat man automatisch auch ein Bike dabei, mit dem man auf der Insel herumfahren kann. Eingecheckt im Hotel sind wir nun unterwegs zu unserem Zimmer. Das führt so durch eine schmale Gasse, schaut aus wie bei einer Gartensiedlung in etwa. Und hier ist Nisrat schon mit den Welcome Drinks unterwegs. Das sind so Cola und Tee-ähnliche Getränke. Und hier ein kleiner Rundblick in den Zimmern.
Man muss sich das so vorstellen, das ist eine große Halle und in diese große Halle haben sie wie ein Zelt reingebaut, wo sie in das Zelt die Bett und alles reinstellen. Und hier sind die gemauerten Räumlichkeiten, das WC und die Dusche ist da gemauert und das andere eben alles nur so reingestellt. Also schon alles sehr speziell gemacht. Aber es gibt halt alles von einem Doppelbett über Klimaanlage, über alle Möglichkeiten mit einem großen Fernseher natürlich dort. Hier noch einmal die Info, wie das Zimmer ausschaut mit dem Jacuzzi und wie man hier zum Gartentür geht. Interessanterweise ist das gar nicht verschließbar. Also wenn man da was mit hat wie Wertgegenstände, dann ist so ein Hotel nicht zu empfehlen, denn man kann es einfach nicht versperren. Aber es gibt doch auch sehr viel Grün in dem Apartment, wo die ganzen Kaktus und so stehen. Wir haben entschieden, dass wir vom Hotel zum Strand runterfahren. Das ist ungefähr eine Strecke von ein paar Kilometern. Das geht durch die Gasse links, rechts, links, rechts. Und nachdem ein Motorrad dabei ist beim Zimmer und die Nissa ja die geübte Bikefahrerin ist, durfte sie gleich das Parkbike fahren und sind wir unterwegs zum Strand hier auf dieser Insel Koh Lan. Angekommen am Strand der Insel Koh Lan, auf diesem Punkt, wo wir uns entschieden haben, sehen wir uns das Ganze an. Sehr schönes blaues Wasser. Der Strand würde ich mal als mittelprächtig bezeichnen, da gibt es schönere. Aber es ist einer der Strände, die am ersten erreichbar ist, wenn man auf die Insel Koh Lan kommt. Vom Liegestuhl aus beobachten wir den Strand und das Geschehen, alles was drumherum passiert. Einige Leute sind da, der Strand ist nicht zu stark überlaufen, aber es ist auch einer der Punkte, die nicht zu den großen Attraktionen gehören. Der Strand hat uns nicht so den Atem geraubt, deshalb haben wir entschieden, hinter dem Strand ist ein sehr interessantes Restaurant und heute gibt es auch Live-Musik. Und nachdem die Nissa immer gerne was Süßes hat, hat sie gemeint, Schatzi, können wir uns eine Torte kaufen und das einmal beim Tortenessen und Kaffee und Mehlspeisen und ein paar Toast hat sie sich auch bestellt, die wir dann mitnehmen. In der Zwischenzeit hat auch schon die Band Ausstellung genommen und jetzt gibt es in wenigen Minuten Live-Musik. Heute ist Samstag und es gibt eine Live-Musik direkt am Strand. Eine Live-Band mit allen möglichen Genres. Eine Band, die relativ gut spielt und für jedermann sicher eine nette Abendgestaltung. Zurückgekommen von unserem Strandausflug sind wir hier in unserem Jacuzzi-Apartment und ich probiere gerade eben das Wasser und es ist sehr, sehr, sehr kalt. Ups, kalt, 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 kalt. Wir haben gesagt, wir probieren den Jacuzzi aus. Ich bin immer sehr lustig unterwegs, wie man sieht. Und ich habe hier von meinem Freund aus Wien, von Guido, die Badehose an, die er mir bei einem Geburtstagsgeschenk gemacht hat. Wir haben entschieden, nachdem es uns nicht so gut gefallen hat, dass wir nicht 2 Tage auf der Insel bleiben, nur einen Tag. Wir haben deshalb auch das Hotel nur für einen Tag bezahlt und machen uns hier wieder auf den Weg auf das Festland. Angekommen wieder am Festland in Pattaya, am Bootssteg, geht es wieder Richtung Walking Street zu den Tuk Tuk und auf Richtung MITT Hotel.